Damit ein ganz recht herzliches Willkommen zum Nahverkehrsupdate im April. Heute unter anderem mit Themen aus den Städten Frankfurt, Bielefeld und Paris. In Bielefeld gehen die Planungen für den Stadtbahnausbau voran. Das Netz soll nämlich Richtung Hille-Gossen verlängert werden. Dafür wurden nun 4 verschiedene Trassenvarianten vorgelegt. Dabei könnten sowohl die Stadtbahnlinie 4 als auch die Linie 2 verlängert werden. Vorzugsvariante ist aktuell die Variante mit der Nummer 1, welche eine Verlängerung der Linie 2 von Sieker bis auf Höhe der Autobahnauffahrt Bielefeld-Ost vorsehen würde. Sie würde dabei dem Verlauf der Detmolder Straße folgen und 8 neue Haltestellen besitzen. Während bei der Regionaltangente West im Raum Frankfurt bereits gebaut wird, ist dies bei der Regionaltangente Ost noch lange nicht der Fall. Allerdings wurde nun die Machbarkeitsstudie für die Osttangente fertiggestellt. Und aus dieser geht hervor, die Osttangente ist grundsätzlich machbar und auch sinnvoll. Als nächstes soll nun die Finanzierung geklärt werden und der genaue Trassenverlauf festgestellt werden. Vor dem Frankfurter Hauptbahnhof soll mehr Platz für Straßenbahnen entstehen und dafür weniger für Autos. Die Pläne für den Umbau der aktuell noch zweigleisigen Haltestelle wurden Anfang März beim Ortsbeirat 1 vorgestellt. Demnach soll die Haltestelle viergleisig ausgebaut werden, um auch Platz für die Straßenbahnlinie 13 zu schaffen. Demnach sollen dann Spuren für den Autoverkehr wegfallen. Voraussichtlich im Zeitraum von 2027 bis 2029 soll das Projekt umgesetzt werden. Ende diesen Jahres, also im Dezember 2024, soll der neue S-Bahn-Haltepunkt Forchheim-Nord in Betrieb gehen. Das hat die Deutsche Bahn bei einem Update zum Stand der Bauarbeiten entlang dieser Strecke bekannt gegeben. Gleichzeitig soll auch der vollständige viergleisige Ausbau zwischen Forchheim und Eggolsheim in Betrieb gehen. Der Straßenbahnausbau in Mainz wird vermutlich zusammengestrichen, so berichtet es zumindest der SWR. Denn die Verkehrsbetriebe in Mainz schreiben rote Zahlen und somit muss nun gespart werden. Dies betrifft dabei vor allen Dingen den Ausbau der Straßenbahn. Wie konkret die Einsparmaßnahmen dann den Ausbau betreffen, ist aktuell noch nicht bekannt. Allerdings bleibt natürlich fraglich, warum die Stadt Mainz nach den Milliardeneinnahmen aus der Corona-Pandemie und den dort ansässigen Unternehmen ihren Verkehrsbetrieben nicht finanziell unter die Arme greift. Auch in Leipzig wurde die Umsetzung einer neuen Straßenbahnstrecke mittels Machbarkeitsstudie untersucht. Die sogenannte Südsehne soll dabei von Leipzig-Grünau aus über den Schleusiger Weg und die Kurt-Eisner-Straße und die Neustädter Nationalbibliothek in Richtung Technisches Rathaus führen und somit eine neue Tangentialverbindung in Leipzig schaffen. Es wurden nun mehrere Varianten und die technische Umsetzbarkeit untersucht und nun auch vorgestellt. Nun als nächstes soll eine Bürgerbeteiligung folgen, um die verschiedenen Varianten unter der Bürgerbeteiligung auf die beste Variante zu reduzieren. Wann genau mit dem Bau begonnen werden kann und wann sie fertiggestellt wird, kann aktuell noch nicht gesagt werden. Vor knapp einer Woche wurde das erste neue Fahrzeug vom Typ Modernbus Gamma an die Woltersdorfer Straßenbahn ausgeliefert. Es ist dabei der erste Fahrzeugtyp in einer solchen Konfiguration und auch vom Hersteller Modernbus in Deutschland.
Sie sollen dabei die knapp 60 Jahre alten Gotha-Wagen bei der Woltersdorfer Straßenbahn ersetzen und somit auch erstmals ein barrierefreies Angebot schaffen. Voraussichtlich zur 111-Jahre-Feier der Woltersdorfer Straßenbahn im Mai sollen sie feierlich vorgestellt werden. Jetzt beginnt erst einmal die Inbetriebnahmephase mit zahlreichen Testfahrten und die Schulung des Personals. Kommen wir nun zum Auslandsjournal. In der indischen Stadt Agra, vor allen Dingen bekannt durch das Taj Mahal, wurde ein neues U-Bahn-Netz am 6. März in Betrieb genommen. Die erste Teilstrecke des auf 29,3 Kilometer lang geplanten U-Bahn-Netzes ist 5,3 Kilometer lang. Dabei bindet sie auch das Taj Mahal direkt mit an. Eingesetzt werden hier Züge von Alstom, welche damals noch bei Bombardier bestellt wurden. In Istanbul wird die Metro derzeit so schnell ausgebaut wie in keiner anderen europäischen Stadt. Allein im März wurden 4 verschiedene Streckenverlängerungen in Betrieb genommen, mit einer Gesamtlänge von etwa 35 Kilometern. Als erste Verlängerung ging am 10. März die Verlängerung der M3 von Kiraçli nach Bakırköy mit einer Länge von 8,4 Kilometern in Betrieb. 6 Tage später wurde die Metrolinie 5 von Çekmeköy nach Samandıra Merkez um 6,5 Kilometer verlängert. Die längste Verlängerung im März war die Verlängerung der Metrolinie 9 nach Ataköy um 12 Kilometer von Bari aus. Und nochmal einen Tag später, am 19. März, hing dann noch die Verlängerung der Metrolinie 11 vom Cargo-Terminal des Istanbuler Flughafens nach Arnavutköy mit einer Länge von 8,5 Kilometern in Betrieb. Dabei wird es aber vermutlich in diesem Jahr nicht bleiben. Voraussichtlich noch in diesem Jahr fertiggestellt werden soll die Verlängerung der Metrolinie 11 bis nach Halkali und die Verlängerung der Metrolinie 5 weiter bis nach Sultanbeyli. Noch in den kommenden Jahren stehen noch zahlreiche weitere Verlängerungen und die Inbetriebnahme ganzer neuer Linien auf dem Plan. In der Hauptstadt Usbekistans mit dem Namen Taschkent wurde das Metronetz erweitert. Am 11. März ging eine 3,5 Kilometer lange Erweiterung der Circle Line in Betrieb. Diese verläuft dabei komplett oberirdisch. Kommen wir nun noch nach Paris. Für die Metro wurden insgesamt 103 weitere Fahrzeuge vom Typ MF-19 bestellt. Zuvor wurden bereits 2019 44 Fahrzeuge von diesem Typ bestellt, sodass nun 147 Stück nach Paris geliefert werden. Sie sollen dabei die älteren Fahrzeuge auf den Metrolinien 8, 12 und 13 ersetzen. Der Bau der Fahrzeuge läuft bereits. Ja, und damit sind wir schon wieder bereits am Ende des Nahverkehrs-Updates für den Monat April angekommen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die neuen Fahrzeuge in Woltersdorf. Darüber wird es natürlich zu gegebener Zeit auf diesem Kanal auch ein Video geben. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, welches Thema ihr denn in diesem Monat am spannendsten fandet. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Wir sehen uns dann wie gewohnt nächste Woche Freitag zu einem erneuten Video wieder. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Das würde mir nämlich sehr helfen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.